In Steiners Geschichte geht es um ein Paar, Martin und Ina. Ina ist schwanger, aber vor der Geburt vor der Geburt stirbt ihr Großvater und sie merkt dann, dass die Geschichten ihres Großvaters sie sehr beschäftigen. Ihr Großvater ist ein sogenannter Karpatendeutscher gewesen, wurde vertrieben nach dem Zweiten Weltkrieg und hat diese Geschichten und das, was ihnen passiert ist und das, was überhaupt diese Geschichte der Vertriebenen ist, hat er mit ins Grab genommen. Und daraufhin beschließt sie, diesen Geschichten nachzugehen, weil man sie ihr nicht erzählt hat. Es gibt da offensichtlich etwas, was ein Geheimnis ist, was nicht erzählt wurde. Ich glaube, dass die Geschichten, die belastend sind in einer Familie und die weiter und weiter gegeben werden, diese Belastung wird weiter und weiter gegeben von Generation zu Generation, aber nicht erzählt. Und ich glaube, dass das dann bis in die Enkelgeneration hineinkommt. Und dass man eben in dieser Bedrücktheit, also es gibt ja auch dann diese Stelle, wo dann sie in diese Wohnung von Steiner hineinkommen und sehen, in diese Wohnung hineinkommen und sehen, was der alles gehortet hat an Dingen, die er von drüben mitgenommen hat, aber auch so eine Erinnerung, die aber auch verfälscht ist. Also er hat dann auch Dinge genommen, die gar nicht seiner Kultur entsprechen, weil er einfach irgendwie so eine Geschichte sich selber aufbauen wollte. Ich wollte aus der Sicht von Martin erzählen und nicht aus der Sicht von Ina. Und ich wollte auch das erzählen, dass er das von außen betrachtet, dass er ja dieses Trauma nicht kennt, dass er diese Geschichten auch nicht kennt, dass er aber auch alles sozusagen dem Leser erst erzählen muss, wie es ihm mit Ina geht, was das Problem mit Ina ist. Ich würde es jetzt gar nicht so sehen, dass es kein Happy End gibt. Es gibt halt am Schluss diese Trennung der beiden oder die wahrscheinlich werden sie getrennt bleiben. Aber es ist doch auch so, dass Martin mit der Trennung eigentlich auch gut zu leben gelernt hat. Und also eine Trennung muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes immer sein. Ja. Und die Geschichten werden ja erzählt. Schlussendlich erzählt ja jemand, Ina und auch Martin, diese Geschichten, die sie gesucht hat. Also es ist, ich würde gar nicht sagen, dass es kein Happy End hat. Ich bin immer skeptisch gegenüber meinem Schreiben, wenn ich schreibe und es macht mir keine Freude zu schreiben. Und ich glaube, dass die Lust am Schreiben ein gutes Indiz dafür ist, dass es gut wird. Also vielleicht beantwortet das jetzt so ein bisschen die Frage, dass es um die Lust am Schreiben geht, um die Lust am Erzählen geht.